Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Inside Wirtschaft. Bei mir ist Thomas Niss, der Geschäftsführer von EEB Portfolio Management, und wir reden über einen Aktienindexfonds, Ansparplan, ja. Own Austria. Genau. Also es geht um Österreich. Was genau handelt es? Um was genau handelt es sich? Es geht darum, dass wir versuchen, die Bevölkerung wirklich auf breiter Basis an der unternehmerischen Wertschöpfung zu beteiligen, über ein Produkt, das sowohl technisch ein gutes Investmentprodukt ist, als auch emotional ein Produkt ist, das die Menschen anspricht. Österreich ist ein interessanter Markt, ATX ist auch ein großer Index. Gibt es da Unternehmen, die in aller Munde sind? Die gibt es auf jeden Fall, aber gerade das, was wir gemacht haben mit unserem Produkt, denkt Österreich nochmal ganz anders, als das der ATX macht. Der ATX ist ein Börsenindex und hat wie viele andere Indizes kleiner Länder die Herausforderung, dass er nicht besonders gut gestreut ist nach Industrien. Also wir haben zum Beispiel im ATX kein Unternehmen im Gesundheitssektor, wir haben kein Unternehmen im Basiskonsumgütersektor und wir haben auch kein Unternehmen im Technologiesektor. Während man in Österreich all diese Unternehmen präsent hat. Und was wir gemacht haben, ist zu sagen, der Nahebezug ist ganz wichtig, damit die Leute auch mit den Unternehmen etwas verbinden können. Aber wir denken es nun mal anders und wir denken so, also wichtig für Österreich ist nicht nur das, was an der Wiener Börse notiert, sondern die Unternehmen, die den Österreichern Arbeit geben und die Unternehmen, von denen die Österreicher kaufen. Das heißt, für uns ist eine Siemens, die mit 10.200 Mitarbeitern eines der größten Arbeitgeber Österreichs ist, genauso wichtig, wie das eine OMV oder eine Voest ist. Für uns ist eine Infineon, eine Magna, kanadisches Unternehmen, eine Novartis, Schweizer Unternehmen, die zum Beispiel ihr größtes Generikawerk mit der Sando in der Biochemie Kundl in Österreich hat, oder eine BMW, die ihr größtes Dieselmotorenwerk in Österreich hat, genauso wichtig für den Standort Österreich, wie das eben auch eine Andritz oder ein anderes österreichisches Unternehmen, das im ATX wäre, drinnen ist. Was wir gemacht haben, ist am Ende des Tages aber eine Systematik, die Österreich schon deutlich übergewichtet. Österreich hat knapp am gesamten globalen Weltmarkt ungefähr 0,1% der Marktkapitalisierung. Und bei uns im Produkt hat Österreich knapp 35% der Kapitalisierung. Und der Rest ist gut gestreut. Amerika, Deutschland natürlich insbesondere, die Schweiz, Großbritannien. Alles aber Unternehmen, die der Österreicher kennt und mit denen er was anfangen kann. Richtet sich dann Ihr Produkt auch speziell an Österreicher? Es richtet sich speziell an Österreicher, richtig, ja. Das heißt, als Österreicher vertraue ich den Firmen meines Landes und investiere bewusst in diese Firmen. Genau, also man kennt das ja in unserer Branche als Equity Home Bias. Das am Ende des Tages besagt, oder es gibt empirische Erkenntnisse, die Deutschen investieren in deutsche Aktien, die Österreicher in österreichische Aktien, die Briten in britische Aktien. Das ist grundsätzlich verständlich und macht auch allen Sinn dieser Welt, weil man eben mit den Dingen, die man sehen kann, diese Sicherheit verbindet, die man braucht, um auch langfristig zu einem Investment stehen zu können. Hat eben aber die Herausforderung, dass in einem Land wie Österreich oder auch in Deutschland zum Beispiel hat eigentlich kein Unternehmen, das im Öl- und Gassektor zum Beispiel tätig wäre, die BASF natürlich ein bisschen, aber kein so einen klassischen Ölkonzern, dass man hier ein Unterexposure zu wichtigen Industrien hat. Und mit der Systematik, die wir gebaut haben, gleichen wir dieses Unterexposure deutlich aus. Wie setzt sich das Produkt genau zusammen? Es sind 250 Titel drinnen, wobei wie jedem breit gestreuten Fonds natürlich eine klare Kopflastigkeit auf den größten 20-30% der Unternehmen drinnen ist. Es ist knapp 35% in Österreich investiert, also an der Wiener Börse, 20% in Deutschland, 20% an der amerikanischen Börse. Interessant auch, und ich glaube, das ist auch ein ganz wirklich ein passendes Produkt für ein lokales Land, währungsgestreut. Die Währungsstreuung in einem globalen Weltindex, also wenn ich mal den MSCI World hernehme, ist so, dass knapp nur ungefähr 10% in Euro ist. Das heißt, wenn man ein MSCI World Produkt kauft, kaufe ich 90% Fremdwährungsrisiko. In unserem Produkt ist der Euro knapp 60% und 40% Fremdwährungsrisiko, also aus der Perspektive ein technisch sauberes Produkt. Warum haben Sie das Produkt ins Leben gerufen? Was ist das Besondere? Das Besondere ist wirklich das, dass wir versuchen, die Art und Weise, wie wir es auch vertreiben. Es ist eine reine Online-Plattform, es ist ein Ansparplan, es ist dafür gemacht, dass Menschen, die eigentlich keinen Bezug oder auch Angst davor haben, vielleicht in unternehmerischer Wertschöpfung sich zu beteiligen, die Chance dazu bekommen, das auf eine faire Art und Weise zu machen. Wir erzählen eine einfache Geschichte über das Mitverdienen im Alltag. Wir erzählen eine Geschichte darüber, dass diese Unternehmen all das produzieren, was uns umgibt. Nicht? Also die bauen Häuser, die bauen die Straßen, sie bauen Rolltreppen, sie bauen Züge, sie machen die Schienen für die Züge. Sie sind überall. Ja? Und mit unserem Produkt kannst du sinnvollerweise daran mitverdienen, an diesen Dingen, weil wir die Gebühren ganz, ganz gering halten. Wir verlangen für das Gesamtsystem 75 Basispunkte. Da bekommt man aber auch ein Depot und damit sind auch alle Transaktionskosten gezahlt. Und was ganz wichtig ist, es ist ohne jegliche Minimumgebühr. Was in der Vergangenheit passiert ist bei diesen Ansparplänen, ist das, dass sie häufig mit Mindestgebühren von, sagen wir, 25 Euro pro Jahr belegt waren. Das klingt nicht viel,
Ist aber natürlich für jemanden, der 30 Euro im Monat investiert, viel zu viel. Nicht? Weil wenn der 30 Euro investiert, hat er im ersten Jahr im Schnitt 180 Euro veranlagt. Und wenn er dafür 25 Euro Mindestgebühr zahlt, müsste der Aktienmarkt 20-30% rentieren, dass sich das ausgeht. Und das heißt, ab 30 Euro kann man dann einsteigen? Genau, ab 30 Euro ist man dabei, zurzeit nur in Österreich, aber bald dann auch schon in Deutschland. Thomas Niss, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke sehr. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.